Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pro Train Perfect 2. Was war das denn? Okay. Da war ein... Das Pupsgeräusch. Das können wir eigentlich... da können wir eigentlich drauf verzichten, auf das Pupsgeräusch. Egal, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pro Train Perfect 2. Es geht weiter. Und wir sind immer noch an unserem Meer im Gange und, ja, es ist eine kleine Hafen-City hier entstanden, aber das soll ja noch nicht alles sein. Nö! Und ich habe voll die Ladehemmung hier. Yeah! Ich liebe es ja so sehr, wenn etwas nicht funktioniert. Da bin ich immer super glücklich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Geht's euch auch so? Geht's euch auch so? Wenn etwas nicht funktioniert, es ist einmalig geil. So! Nein, aber einmalig geil soll es natürlich jetzt in dem Moment nicht sein. Nein, ich möchte gerne erst einmal etwas ersetzen. Und das ist das hier. So, dann ersetzen wir nochmal. Achso, das ist ja schon da. Was mache ich mir eigentlich den Aufwand? Und im Hintergrund läuft ein bisschen Jazzmusik. Ja, und Jazz-Swing, keine Ahnung. Ist das Swing oder Jazz? Keine Ahnung. Ihr wisst es vielleicht besser als ich. Ich bin kein, ja, Jazz-Mensch. Achso, das wollte ich jetzt nicht. Ich habe davon ja so wenig Ahnung. Moment. Falsches Fenster. So. So ist das, ne? Wenn man etwas vertüdelt ist. Wenn man etwas durch den Tüdel ist, dann kommt das dabei rum, dass man erstmal überlegen muss, wie das nochmal ging. Und, ja. Ich habe jetzt GEMA-freie Musik übrigens reingesetzt. Warum? Weil die ersten Folgen uns dann schon gewisse Problemchen bereitet haben. Und das möchte ich gerne vermeiden. Das möchte ich sehr gerne vermeiden. Ja, das wollen wir vermeiden. Ihr, du, ich und auch viele andere. Und das da sieht völlig scheiße aus. Lass uns das mal jetzt ganz ehrlich erstmal glätten. Bevor wir überhaupt mit irgendwas anderem beginnen, sollte das... Genau. Kann man das nicht irgendwie intensiver machen? Erweitert? Richtung... Achso, Empfindlichkeit und Radius. Ein bisschen mehr. Hallo? Liebes Drehding. Ich habe dich gedreht. So, wir machen uns jetzt hier erstmal wieder die Erde platt. Warum? Weil wir es können und müssen und auch tun werden. Denn hier ist ja unsere Nordsee oder Ostsee oder Nordsee oder Ostsee oder Nordsee oder Ostsee. Was wollen wir? Was wollen wir? Nordsee, Ostsee, keine Ahnung. Sagt's in den Kommentaren. Ich selber finde die Nordsee geil, weil ich an der Ostsee wohne. Ja. Es ist ja immer so, ne? Wer in den Bergen wohnt, findet die See geil. Und wer an der See wohnt, findet die Berge geil. Aber ich muss sagen, ich finde die Berge nicht geil. Ich mag Berge nicht. Nö. Das ist so anstrengend, wenn man da Fahrrad fährt oder so. Bergauf und so. Nee, nee. Da siegt die Faulheit. Da siegt die Faulheit ganz klar. Und ich meine, ich will nicht sagen, dass ich faul bin. Ich mache ja Bodybuilding und so einen Scheiß, ne? Aber, jetzt so einen Berg da hochfahren oder so, selbst das würde mich stören. Ja, ganz klar. Ganz klar, das würde mich stören. Ja, da hätte ich gar keine Lust zu. Ich meine, ich kenne jemanden, der fährt von Kiel, es ist jetzt kein Witz, von Kiel nach Italien mit dem Fahrrad. Also, der hat das wirklich gemacht, ne? Der ist da auch monatelang gereist. Ja, der war so bekloppt und ist wirklich mit dem Fahrrad gefahren. Ja, also das wäre für mich grenzwertig. Das wäre für mich eine grenzwertige Erfahrung, die ich auch nicht mitmachen würde. Nö. Da hätte ich gar keine Lust. Nö, dafür bin ich zu faul. Also, na, jetzt, keine Ahnung. Setze ich mich im Zug, wisst ihr, erste Klasse, weil ich es mir auch voll leisten kann und so als Megastar, der ich ja bin. Ja, kann ich mir voll leisten. Na? Kann ich mir ja sowas von leisten, erste Klasse. So. Na? Wer sich das leisten kann, ist Justin Hamster. Ja. Justin Hamster ist gleich Justin Bieber. Ja. Der ist ja auch durch YouTube berühmt geworden. Aber ich finde, der ist nicht berühmt. Ich mag ihn nicht. Mögt ihr ihn? Ja, einige von euch mögen ihn, weil ihr seid ja auch Mädchen, ne? Also einige sind Mädchen hier, die zuschauen. Kann ich ja jetzt gar nicht so ganz böse drüber reden, ey. Na? Nachher verletze ich Leute emotional damit und das möchte ich natürlich vermeiden. Ja, das möchte ich natürlich vermeiden. Und, ja, ich finde, unser Meer kann sich so langsam sehen lassen, aber es gibt da noch so gewisse kleine Schwierigkeiten in unserer kleinen Popel-Nordsee, Ostsee, keine Ahnung. So,
Ah, ja, im Prinzip ist das Meer ja nichts anderes als ein Gebirge. Das muss man jetzt mal so festlegen. Das Meer ist ein unterm Wasser stehendes Gebirge. Ja, mit ganz vielen Lebewesen, zum Beispiel Kraken. Ja, was es hier natürlich nicht gibt. Aber das Schlimmste ist, was es hier gibt, das sind Quallen. Ja, Quallen, Feuerquallen. Meine Güte, so ein Ding am Fuß und ihr habt erstmal eine Woche ausgekackt. Ganz klar. Wenn man in so eine Feuerqualle latscht, was mir leider schon mal passiert ist. Ja, mir ist es schon passiert. Tat auch weh. Ja, kann ich euch schon mal so versprechen. Eine Feuerqualle am Fuß tut weh. Wie komme ich eigentlich auf solche Themen? Ja, frage ich mich manchmal auch. Man muss schon verrückt sein, um hier zu Let's Playen bei Let's Play FK. Joa. Entschuldigung, aber das ist mein Husten. Ey, wisst ihr, das Wetter ist sowas von scheiße. Da muss man husten. So, lassen wir das Wasserzeug hier unten grün? Nö. Obwohl, eigentlich könnte man das ja. Es gibt ja auch Algen und Seetangen und sowas, aber nee, das sieht dann irgendwie nach nichts aus. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt mehr Lust, Stadtentwicklung zu betreiben, als hier nur Biome zu bauen. Ja, Biome bekannt aus. Ja, man wird kaum drauf kommen. Hallo. Die Kamera ist manchmal nicht ganz so freundlich auf meiner Seite. Das Wort Biome geklaut aus Minecraft. Ja, Minecraft spielen wir ja auch bei mir auf dem Kanal. Ja, schon mal mitgekriegt? Gut. Gut, dass du dabei bist. Gut, dass du dabei bist. Und ich habe meine Gitarre rausgeholt, Freunde, und spiele jetzt ein bisschen Gitarrensongs. Weil ich ja voll musikalisch bin. Ja, total. Na, ich bin voll der Musik-Noob. Also ich höre ja meine Musik, natürlich. Ich bin eher Verbraucher als Macher, sag ich jetzt mal, ne? Da bin ich lieber Verbraucher. Aber die neueste Schadmucke taucht auch nichts. Also, weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich bin da nicht so für, ne? Also die aktuellen Charts sind wirklich zum Kotzen. Aber es gibt ja auch wieder den einen oder anderen, der jetzt hier sicherlich hinter diesem Let's Play sitzt und sagt: Oh, ich liebe Rihanna oder ich liebe Lady Gaga oder ich liebe keine Ahnung, wen auch immer. Wen gibt's denn da alles? Ach so, wir müssen das da anschließen. So nach dem Motto, ich liebe Lady Gaga. Ja, Lady Gaga ist doch diese Gaga-Frau, die so gackert. Ja, und Justin Hamster macht doch auch Musik. Ne? Justin Hamster. Der heißt jetzt Justin Hamster neuerdings. Ich meine, wenn man Bieber mit Nachnamen heißt, dann muss er auch Hamster sagen können, oder? Wer A sagt, muss auch B sagen können! Ja, wer A sagt, muss auch B sagen können. Und warum schließt das Wasser da nicht an? Ja, na. Na denn? Manchmal ist die Kameraperspektive doch sowas von öde, dass ich da mich frage: Hallo, wie? Hallo, wie? Hallo, wie? Wie soll das gehen, ey? Ey, das ist echt Knorke, ey. So, nee, das ist Dreck. Das da war Dreck. Das muss weg. Das muss weg, weg, weg. Hallo. Genau, so. Ja, wieso macht er das so? Warum ist er so böse zu mir, der Computer? Wieso ist diese EDV so böse zu mir? Ich meine, der Computer möchte doch gerne, dass ich hier Let's playe. Und das möchtet ihr ja sicherlich auch. Dann muss der Computer aber auch mitmachen. Nein. Dass er sich so daran zoomt. Wir wollen das einfach von oben machen und dann ist Feierabend. Dann ist Schicht im Schacht. Ach ja. Ja. Ja, so ein bisschen schöne Musik hier. Das muss ja auch mal sein, ne? Ein bisschen wohlfühlen. Bisschen wohlfühlen. Fühlt euch wie zu Hause. Ach nee, ihr seid ja zu Hause. Ups. So. Ja, ich muss da manchmal ein bisschen mehr nachdenken anscheinend. Keine Ahnung. Obwohl, vielleicht sage ich das ja mit Absicht, ne? Ja, da ist es auch im Wasser. Guck mal hier. Ein viereckiges Loch im Wasser. So. Da vorne sehe ich noch ein paar Fehlerchen. Da hat sich der Fehler Teufel eingeschlichen. Hallo, ich würde da. Meine Güte, das ist doch Kotze. Ja, genau da. Hallo. So, jetzt mache ich einfach mal ein bisschen so. Ein bisschen komplizierter, das Wasser anzulegen. Das muss ich jetzt mal so gestehen. Na, ich meine, ich bin ja gerne für komplizierte Dinge zu haben. Das wisst ihr ja.
Ah, mein Gott. Ich will doch nur zu diesem Viereck. Zu dem. Hallo. Viereck. Genau. Ich wollte doch nur zu diesem Viereck, verdammt. Und es reparieren. Und es reparieren. Und ist das Wasser jetzt da hinten? Das ist egal. Das ist egal. Da kommen wir eines Tages nochmal hin. Das weiß ich ganz genau. Das hat mir meine Mutter gesagt. Obwohl sie gar nicht hier ist. Nein, sie ist nicht hier. Ja, das sind immer voll die wilden Behauptungen, ne? Ist das der Sand, den wir da auch verwendet haben? Nö. Aber der sieht besser aus. Der sieht viel geiler aus. Das sieht viel mehr nach Beach aus. Das sieht viel mehr nach Beach aus, Freunde. So, ist aber bloß nicht so symmetrisch hier alles, sonst... Da machen wir nämlich den Beach ein bisschen heller. So eine Art Sylt-Strand, ne? Sylter Strand. Sylter Geschichten. So. So, ein bisschen Strand hier noch. Schade, dass es in dem Spiel keine Strandkörbe gibt oder Robben oder so, die man auf solche Sandbänke legen kann. Das wäre jetzt total ideal. Also da würde ich mich echt super drüber freuen. So, ich mache jetzt hier trotzdem, auch wenn das hier noch nicht so wirklich angelegt ist, mache ich hier trotzdem schon mal so ein bisschen Beach hin, weil der soll ja auch ein bisschen weitergehen. Soll ja alles nicht nur so ein kleiner Krempel werden. Und ich finde, wir haben schon einen Strand, der sich sehen lassen kann. Ich finde schon. Also wer da jetzt irgendwelche Kritikpunkte dran ausüben möchte, bitteschön. Aber das ist ja auch wieder etwas, was mich stört. Die Karte ist noch irgendwie mächtig, mächtig, mächtig klein. So. Mächtig klein. So. Klar, das sieht jetzt alles wieder mal... Nein, da wollten wir gar nicht hin. Lieber Computer. Nö. Da wollten wir hin. Genau. So, das sieht jetzt zwar alles noch ein bisschen mächtig kacke aus, aber das ist ja alles halb so wild. So, hier soll ein bisschen Stadt entstehen. Warum auch nicht? Na, wollen wir mal kurz gucken. Haben wir eigentlich Hochhäuser? Hoch! Nö. Haus. Hauskombi. Achso, das sind die Tafeln, ne? Diese Streckenkilometer. Ja. Huh. Also ich würde mich ja schon über Hochhäuser sehr freuen, wenn es die geben würde. Aber das ICE-Werk würde mich auch freuen. Aber naja, gut. Man kann ja nicht alles im Leben haben. Nö, bekannterweise kann man nicht alles im Leben haben, aber das werden wir irgendwann haben. Irgendwann werden wir hier alles haben und das ist einfach so. Das ist einfach so. In der Industrie habe ich jetzt keine Böcke. Davon haben wir schon so ein bisschen. Abfahrtstafeln, Kleinindustrie. Achso, Krähengeräusche. Lampe, LKW, Maisfeld. Maisfeld. Das sieht so ein bisschen... Das sieht so ein bisschen hochhausmäßig aus. Ma. Aber irgendwie... Toll, jetzt habe ich mir nicht gemerkt, welch... Ah ja, Ma 32. Das sieht so DDR-mäßig aus, findet ihr auch? So böse. So böse DDR-mäßig. Aber das gibt's ja hier auch, solche Hochhaus-Ghettos, sag ich jetzt mal. Das gibt's hier überall. Ja, davon brauchen wir auf jeden Fall ein paar mehr, ne? Da, wenn man in so ein Ghetto kommt, da stehen ja immer ganz viele von, ne? So. Ich stelle erstmal ein paar hin. Können wir ja nachher ordentlich hinsortieren. Butsch, 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 butsch. So. Jetzt muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie stelle ich die am schicksten hin. So, wenn man jetzt sagt, so. Die stehen ja immer so in solchen... In solchen Reihen, ne? Sie stehen ja immer so aufgereiht, solche Blöcke. Wobei ich sagen muss, ist das eigentlich eine ganz praktische Erfindung, diese Hochhäuser. Wenn man nicht mehr zur Seite bauen kann, muss man eben nach oben bauen. Aber in einigen Städten, finde ich, sollte man die echt mal sanieren. Also da muss man wirklich mal sagen, so ein bisschen hübscher machen mittlerweile. Es ist halt nicht mehr zeitgemäß, ne? Ja, bei uns haben sie ja auch die ganzen Blöcke saniert. In Kiel.
Ja, viele dieser Hochhausviertel werden extremst saniert und modernisiert. Ja, das finde ich auch gut, ehrlich gesagt. Na, weil, weiß ich nicht. Es geht ja ein wenig Lebensqualität flöten, wenn die Dinger wirklich irgendwann sowas von schäbig aussehen und teuer vermietet werden. Also ich finde, da können die Vermieter sich ein bisschen was gefallen lassen. So. Ich finde, da können die Vermieter tatsächlich ein bisschen was für ihre Mieter tun, aber es liegt nicht in unserer Hand. Nö. Es liegt nicht in unserer Hand und auch nicht in eurer Hand. Es ist einfach so. Letzten Endes wird heutzutage überall geschlammt. Ja, das ist tatsächlich so, ist mir mal aufgefallen. Überall wird gespart. Das kenne ich so gar nicht. Was ist mit unserem Land los? Was ist mit Deutschland los? Überall wird gespart. Das ist echt nicht mehr witzig. Und besonders an den Familien wird gespart. Warum? Wir brauchen Kinder. Kinder sind unsere Zukunft. Wir brauchen Kinder. Und davon eine ganze, ganze, ganze Menge. Davon eine ganze, ganze Menge, Freunde. Aber es ist ja auch ein bisschen kinderfeindlich. Ich kann mich auch daran erinnern, wie wir als Kinder sozusagen eigentlich die Gesellschaft eher genervt haben, als dass man sich gefreut hat, dass da vielleicht mal ein paar kleine Kindchen rumlaufen. Nö, es war eher ätzend für die Gesellschaft. Dabei mag ich Kinder gern. Ja. Ich meine, gut, wenn sie auf der Wiese spielen, sollen sie das tun. Haben wir auch gemacht. Wenn sie draußen rumgrölen, alles gut. Haben wir auch gemacht. Man muss immer überlegen, wie war man selber? Wir waren alle nicht besser. Wir waren alle nicht besser. Nein. Und es ist auch nicht schlecht. Es gehört dazu. Da ist wenigstens noch ein bisschen Lebensfreude drin. Da ist denn immer noch die Lebensfreude drin, die vielleicht viele verloren haben. Mal ein Scheibchen abschneiden, Freunde. Zumindest die so griesgrämig sind, wenn welche davon dabei sind oder wie auch immer. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr ja schon Kinder, der eine oder andere, und hat festgestellt, meine Fresse, ist dieses Land kinderfeindlich. Meine Fresse. Wenn das so ist, ja, auch immer in die Kommentare schreiben. Ein bisschen Öffentlichkeit kann ja nie schaden, wenn man denn da auch mal ein bisschen aufrüttelt oder so. Ich meine, das ist jetzt nicht mein Job, ne, dass ich hier irgendwie die Nation aufrütteln möchte oder so, ne. Das möchte ich ja gar nicht. Aber ich möchte da schon mal darauf hinweisen, dass man mal ein bisschen freundlicher zu den Kindern sein darf, die hier so auf den Straßen spielen. Und auch immer ein kleines Auge drauf haben. Finde ich auch nicht verkehrt. Haben wir auch. Ich meine, wir kennen ja hier auch viele Leute und so weiter und so fort. Und wenn man deren Kinder draußen spielen sieht, hat man auch immer automatisch ein Auge mit drauf, dass nichts, aber auch nichts passiert. Das ist wichtig. Na, das gehört sich einfach. Das ist Anstand. Das ist einfach Anstand. Na? Das gehört sich einfach so. Wer da keinen Bock drauf hat, klar, der muss das nicht machen. Aber es gehört sich einfach. Stellt euch mal vor, ihr habt nahe Kinder und boah, die laufen draußen rum und da kommt mal wieder irgendwie so ein typischer, keine Ahnung, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber das gibt ja viele solche bösen Menschen, dass da jetzt wieder so einer irgendwie rumläuft oder wie auch immer. Möchte man doch auch nicht. Also. Immer Augen auf, Freunde. Und auch helfen auf der Straße, wenn mal jemand umkippt oder so. Ein Bekannter von meinen Eltern zum Beispiel, der ist auf der Straße umgekippt. Früher. So irgendwann in den 60er Jahren oder so. Weiß ich. Der hat einen Herzinfarkt auf der Straße und ihm wurde geholfen. Man muss sich das mal vorstellen. Es kann ja jeden treffen. Wir sind ja alle nicht perfekt und Perfektionismus sowieso taucht gar nichts. Aber stell dir vor, du kriegst einen Herzinfarkt auf der Straße. Und alle gehen vorbei und sagen, ach, das ist ein besoffener Penner. Toll, oder? Dann stirbst du nur, weil die Leute Vorurteile haben.
Ich bin so gegen Vorurteile, sowas von extrem. Wenn ich Menschen kennenlerne, sage ich jetzt mal, dann lerne ich sie erstmal kennen, bevor ich überhaupt sage, wer sind sie? Wer ist das oder wie auch immer. Man muss da auch immer unbefangen rangehen, unbefleckt. Ja. Aber das machen viele nicht. Viele sind der Meinung, ja, ist so, ne? Und da kriege ich manchmal voll die Kotzkrise. Da kriege ich doch glattweg die Kotzkrise. Wie sieht das denn aus? Och. Andersfarbig halt. Blau. Ja, da kriege ich wirklich die Kotzkrise, wenn ich das mitkriege. Darum immer ein bisschen Herz einschalten. Kostet nichts. Na? Immer ein bisschen Herz einschalten. Na? Und nicht irgendwelche Gangsterkacke und sowas. Das wird euch im Leben sowieso nicht weiterbringen. Das wird niemanden im Leben weiterbringen. Das Leben besteht nicht aus Gangster sein oder was auch immer. Das Leben besteht aus Arbeit. So, das ist das Einzige. Arbeit und vielleicht irgendwas Nettes im Leben, Familie gründen oder wie auch immer. Aber nicht, ich bin voll der Gangstermann und sowas. Was wisst ihr, das bringt nichts. Da habt ihr sowieso nichts von. Da wird man letzten Endes nichts von haben. So, hier entsteht unser erster Quartiersplatz. Den werden wir natürlich auch gleich schön machen. So, Quartiersplatz. Radius. Bisschen kleiner machen. Ja, schöne Musik im Hintergrund, Freunde. Schön, dass ihr auf jeden Fall dabei seid. Und Let's Play FK präsentiert euch Let's Play Pro Train Perfect Fact 2. Wir bauen und bauen und bauen und werden irgendwann mal irgendwas haben. Man weiß ja nicht was, aber irgendwas auf jeden Fall. Und so soll es sein. Hallo? Ich würde das Grüne da gerne färben. Ja. Genau. So. Sieht zwar alles ein bisschen altmodischer aus. Klar, sowas gibt es aber wirklich. Echt, das ist kein Witz. So trostlose Gegenden, ne? So ganz trostlos. Aber auch in so einer Gegend kann man, glaube ich, glücklich sein. Ja, man sollte vielleicht gar nicht immer motzen oder meckern oder was auch immer. Manchmal kann man auch in so einer trostlosen Gegend glücklich sein. Na? Straße, Mittel befahren. Was ist das? Ach so. Genau. So eine Straßen führen ja gerne in solche Gegenden rein. Und jetzt im Hintergrund Beethoven. Symphonie 5. Symphonie Number 5. Number 8. Number 8. Number 8. So, da ist sozusagen Schluss. Was kann man denn da hinstellen? Baum. Baum. Gibt es das hier drinnen? Nee. Was kann man denn da hinstellen? Bus. Gibt es hier nicht die Bushaltestelle? War die hier drinnen? Bus. Ja, immer mal gucken. Ein Bus, ein Omnibus. Ein Omnibus. So.
Das ist dann Linie 101 nach Grünewald. Grünewald. So, ich weiß nicht, ob da so ein Trennstrich zwischen passt. Ich weiß nicht, wie sowas aussehen würde. Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mal am Überlegen. Nö. So. Mhm, Bus 101 nach Grünewald. So, das finde ich sieht schon mal gar nicht so scheiße aus. Das kann man sich ja schon mal so antun, ne? Also findet ihr auch, oder? So. Aber irgendwo muss doch die Haltestelle sein. Wo war die denn? Bus. Wo war denn die Haltestelle? Haltestelle. Leute, ich weiß das jetzt nicht, ne? Machen wir mal so. Halte. Bahnsteig, Beton, Bus. Das muss ja hier irgendwo drin sein, ne? Das muss ja hier irgendwo drin sein. Halt. Aha. Egal, werden wir irgendwann noch finden. Wenn wir irgendwann noch finden, machen wir uns jetzt gar nicht wahnsinnig. Mein Gott, was soll's? Was soll's? Was soll's? Baum. Nee, die sehen nicht schön aus. Nee, nicht Baumgruppen. Nein! Betonpfeiler. Aha. Das ist mein Begehren. Das finde ich interessant. Das war scheiße. Genau, das Ding wollte ich haben. So. Betonpfeiler. Aber 10x10 ist doch interessanter, oder? Ja. 10x10 ist definitiv interessanter. So. Bis hier geht die Straße, bis zu diesem Betonpfeiler. Boah, das sieht böse aus. Das sieht richtig böse aus. Richtig aus. Richtig ghetto-böse. Na, das sieht richtig ghetto-böse aus. Findet ihr nicht? Was haben wir denn hier? Eine Kirche. Geil. Aha. Burgenbrücke. Oh, das sieht auch gar nicht schlecht aus, ne? Kann man ja alles irgendwann mal verwenden. Kann man ja alles mal verwenden, ne? Mal gucken, ne? Muss man alles mal durchgucken, was man davon verwenden kann, ne? Ja, wie gesagt, man muss immer ein bisschen gucken, was man wo verwenden kann. Ach, DDR-Lampe. Straßenlampe. Das stimmt, das gab davon ja mehrere, ne? Ich habe die auch schon mal gesehen, weil ein Bekannter von mir wohnt da ja, in der ehemaligen DDR. Und teilweise stehen diese Lampen noch rum. Ja, man will das gar nicht meinen, ne? Es sind tatsächlich noch DDR-Reliquien, die da rumstehen. Ja. Teilweise stehen da noch DDR-Reliquien rum, aber naja. So. Ah, ist ein bisschen nicht ganz gerade, aber das ist ja egal. Das ist ja egal, ne? Das kann man ja nachträglich machen. So. Nein, das Haus nicht. Ich habe die Straßenlaterne gemeint. So. Oh, ich finde, das geht so. Nein, nicht das Haus, bitte. Ich markiere dort... Wieso... Wieso nimmt er das Haus anstelle diese... Ich verstehe das Spiel nicht. Wieder. Mann, manchmal versteht man das Spiel nicht. Gerade eben hat er die Laterne angefasst. Achso, das ist abgestürzt. Okay. Oder hat geladen. So, dann stelle ich die jetzt mal hier hin, Freunde. Und das soll es erstmal wieder hier von diesem Videopart gewesen sein, Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Videopart wieder, wenn es heißt Let's Play Pro Train Perfect 2.
Wir bauen eine Stadt. Und ja, wir haben einen Quartiersplatz eingerichtet. Wir haben ein bisschen an der Nordsee rumgeschraubt oder Ostsee oder was auch immer. Und wir sehen uns im nächsten Videopart. Danke fürs Zusehen. Tschüss, ciao. Und auf Wiedersehen.